Stimmgewaltig, episch, monumental schallt das Spiritus Dei über die Gipfel des Mont Blanc-Massivs. Für die Aufnahmen des Musikvideos mussten Abt Rabanus Petri vom Kloster Schweikelberg, Pater Vianney Meister vom Benediktinerkloster St. Ottilien und Diözesanpriester Andreas Schätzler aus Wien hoch hinaus. Wir standen dann auf einem Felsen und haben gesungen und dann kamen plötzlich die Leute und umstanden diesen Felsen, haben Fotos geschossen und gefragt, was machen Sie denn da? Sind Sie Schauspieler? Sagen wir, nein, wir sind echte Benediktiner bzw. ein Diözesanpriester. Und da waren sie ganz fasziniert und gespannt und hatten auch Fragen zu unserer Lebensform, zu unserer Lebensweise. Wir sind also vielen Menschen auch begegnet in diesen Tagen. Bis zu dem Augenblick hier oben am Mont Blanc war es ein langer Weg. Denn zunächst einmal musste sich das ungewöhnliche Gesangstrio finden. Die Idee, eine CD zu produzieren, die kam von Rom. Und zwar von unserem Abt Primas Notger Wolf. Oder richtiger gesagt, er hat Pater Vianney von St. Ottilien, dem Kantor der Erzabtei St. Ottilien, eine Mail geschickt. Dann hat Pater Vianney natürlich zugesagt und mich angefragt, bist du bereit mitzusingen? Und ich habe auch gerne Ja gesagt. Die Liebe zur Musik brachte die drei Priester schließlich zusammen, wie uns Abt Rabanus bei seiner Rückkehr ins Kloster Schweikelberg erzählt. Die Debüt-CD ist übrigens ein gewagtes Experiment. Denn anders als vielleicht erwartet, findet sich neben gregorianischen Gesängen auch klassische Musik und man höre und staune auch Popmusik wieder. Zum Beispiel dieser Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein, ist wahrscheinlich bei vielen jüngeren Menschen bekannt. Und wenn Sie es in unserer Version hören, es ist durchaus möglich, dass Sie sich angesprochen fühlen. Bis zur offiziellen CD-Präsentation am 21. Oktober ist noch ein wenig Zeit. Zeit, die der 48-Jährige Abt zum Üben nutzt. Denn mit der CD-Vorstellung ist auch ein Auftritt bei Carmen Nebel im ZDF verbunden. Wir müssen auf jeden Fall in unserer Ordenskleidung oder im Priesterkleid erscheinen. Und alles andere wird uns einen Tag zuvor mitgeteilt. Da gibt es die Generalprobe und Proben zuvor, wo wir uns wie bewegen müssen. Das wird uns dann wohl auch gesagt. Wir sind da sehr gespannt drauf, aber ich glaube, wir gehen auch mit großer Gelassenheit dahin. Mit dem CD-Projekt wollen die drei Priester nicht nur die Freude an der Musik wecken, sondern auch Einblicke ins kirchliche Leben geben. Bei einem Besuch im Kloster lässt sich viel über den Alltag der Benediktiner erfahren. Deren vordringlichste Aufgabe liegt übrigens darin, hilfsbedürftigen Menschen beizustehen. Aus diesem Grunde verzichten die drei Priester komplett auf ihre Gage. Was ein Benediktiner mit der Gage macht, das mit dem, was eingeht, das fließt in die Klosterkasse rein. Und ich denke, für die Gage werde ich keinen Schubkarren brauchen, um die heimzufahren. Also das Geld, was ein Mönch verdient, das geht nie auf ein Privatkonto, sondern immer in die Klosterkasse hinein. 50 Cent von jeder CD kommen einem Heim für Waisenkinder in Tansania zugute. Damit, so hoffen die drei Priester, irgendwann noch einmal die ärmsten Kinder wieder Freude an der Musik haben.